WDR 2, 7 Uhr, 8 Uhr, 22. Ich glaube, ich komme morgen in rosa. Deutschland wird immer femininer. Die Uni Leipzig ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Die hat nämlich ihre Grundordnung neu geschrieben. Und was dabei für Aufsehen sorgt, ist die Tatsache, dass die weibliche Form für alle benutzt wird, also Professorin. Damit sollen sich auch die lehrenden Herren angesprochen fühlen. Das ist neu. Das gab's so noch nie. Und das sorgt natürlich für Erstaunen. Beate Schücking ist am Telefon, Direktorin der Uni Leipzig. Sind Sie jetzt der Prototyp des femininen Campus? Also es betrifft nur die Grundordnung, also ein Dokument dieser Universität. Mhm. Ja, da hat sich jetzt der erweiterte Senat dafür ausgesprochen, in der Universität, in der es mehr Frauen als Männer gibt, nicht den üblichen Weg zu gehen, immer die männliche Form zu nehmen und unten die Fußnote zu haben, die Frauen sollen sich bitte mitgemeint fühlen, ja, sondern für dieses eine Dokument, die Grundordnung, überall die weibliche Form einzusetzen und unten zu schreiben, Männer sollen sich bitte mitgemeint fühlen. Mhm. Ist die Gefahr nicht trotzdem groß, dass manche das vielleicht auch als Spaß sehen und sagen demnächst guten Morgen, Herr Professorin? Das sehe ich, glaube ich, nicht. Am Sprachgebrauch in der Universität ändert sich dadurch überhaupt nichts. Das ist ein Dokument der Universität, das jetzt mal die umgekehrte Version nimmt. Ja, es war nicht meine Idee, das zu machen, sondern es war die Idee der Senatoren, die dann mehrheitlich so abgestimmt haben. Wie finden es denn die männlichen Kollegen von Ihnen? Es waren Männer, die den Vorschlag gemacht haben im Sinne der Gleichberechtigung. Sie müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, dass Sie damit die Gleichberechtigung so ein bisschen hingebogen haben. Nein, wir haben nur mal gezeigt, wenn man es immer so macht, könnte man es genauso gut auch andersrum machen. Mhm. Heißt das in Zukunft, wenn man das Modell ein bisschen weiterdenkt, schreiben die ihre Magisterarbeiten dann doch an der Computerin? Ich glaube, das Wort Computer kommt in der ganzen Grundordnung nicht einmal vor. Man muss das jetzt nicht zu einem großen Thema machen, es ist aber auch kein lächerliches Thema, sondern es ist ein formales Thema und es führt uns ja letztendlich dazu, nochmal darüber nachzudenken, wie viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt es an Universitäten in Deutschland, wie stehen wir vielleicht auch im internationalen Vergleich da? Und wir haben diese Woche in den überregionalen Tageszeitungen gerade wieder lesen können, dass wir in Deutschland da nicht besonders gut dastehen. Insofern nimmt es vielleicht die eine oder andere Frau auch als Ermutigung. Die Männerdominanz an der Uni Leipzig ist vorbei. Keine Schrägstrich-Varianten mehr. Mit Professorin sollen sich jetzt auch die Herren angesprochen fühlen in der Grundordnung der Uni. Beate Schücking war das, Direktorin der Uni Leipzig. Danke. WDR 2. An der Universität Leipzig soll es künftig nur noch Professorinnen geben. So steht es in der jetzt geänderten Grundordnung der Hochschule. Nein, das heißt wohlgemerkt nicht, dass da keine Männer mehr unterrichten dürfen. Das heißt allerdings, dass dort in Zukunft auch männliche Hochschullehrer den weiblichen Titel einer Professorin tragen werden. Statt Frau Professor, also künftig Herr Professorin. Dr. Werner Scholze-Stubenbrecht ist der stellvertretende Leiter der Duden-Redaktion. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Wobei, wenn wir schon bei der Bezeichnung sind, muss das dann künftig heißen, Werner Scholze-Stubenbrecht ist der stellvertretende Leiterin oder die stellvertretende Leiterin? Ich denke, das bleibt so, wie es bisher ist. Also solche Dinge, solche Regelungen, die mal ein bisschen Aufsehen erregen, sind in der Vergangenheit ja nicht ganz unbekannt. Und feministische Sprachkritik, die sich darum bemüht, Geschlechter gleich in der Sprache zu behandeln, hat auch ihre Spuren hinterlassen. Also wir finden kaum noch einen Politiker, der von den Wählern spricht. Die sprechen alle immer von den Wählerinnen und Wählern oder von den Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Das hat sich mittlerweile so eingeschliffen, weil man eben die Gefahr vermeiden will, dass es Frauen gibt, die sich bei dem sogenannten generischen Maskulinum, also der männlichen Form, nicht mit angesprochen fühlen. Wir Journalisten brechen uns ja auch gerne einen ab. Naja, das ist unterschiedlich. Also die Zeitungen, die ich so lese, und es ist ein ziemlich buntes Spektrum, da fängt das dann gelegentlich mal in einem Bericht oder in einem Kommentar an damit, dass man sagt, die Kundinnen und Kunden oder die Bewohnerinnen und Bewohner. Aber im laufenden Text merkt man, wie umständlich das ist, und dann lässt es immer mehr nach und dann heißt es dann doch immer noch zum Schluss wieder Kunden und Bewohner. Was halten Sie eigentlich grundsätzlich davon, sozusagen qua Beschluss Sprache zu verweiblichen? Also das wird nicht gut funktionieren, denke ich. Ich meine, im Augenblick kenne ich keine gesetzlichen Regelungen, die irgendjemandem vorschreiben könnten, sich daran zu halten. Natürlich, diese Verordnung der Leipziger Uni gilt dann, wenn es so ist, auch für diesen Bereich. Aber ob man dann darüber hinausgehend andere dazu bringt, sich dem anzuschließen, und ob die Sprachgemeinschaft sich dem anschließen wird, da habe ich meine großen Zweifel. Denn das ist einfach
diese Erfahrung der Vergangenheit, dass Maskulinum einfach die bequemere Form ist, die kürzere Form. Und die Menschen sind halt bequem. Das heißt, Sie werden vorläufig nicht Leiterin, ich nicht Moderatorin und unsere Hörer nicht Hörerinnen. Da können wir, glaube ich, ganz getrost von ausgehen. Gilt nicht ohnehin grundsätzlich so eine Regel, in Anführungsstrichen Regel, dass gesellschaftliche Entwicklungen natürlich Sprache verändern, aber dass geänderte Sprache nicht notgedrungen auch Gesellschaft verändert? Das ist ein guter Streitpunkt. Darüber kann man lange, lange, lange diskutieren. Es ist so, dass man der Sprache oft eine Kraft zumisst, die sie vielleicht dann doch nicht hat. Also in der Politik wird ja gerne darüber diskutiert, bestimmte Begriffe zu besetzen, in Anführungszeichen. Also das heißt, dass man eben nur die SPD hat was mit sozial zu tun und nur die CDU was mit christlich. Das funktioniert so nicht mehr. Wir kennen es in der Praxis doch, dass die Welt ein bisschen bunter ist, dass mit Holzschnitten nichts zu machen ist und dass eine geänderte Sprache noch lange nicht die Verhältnisse ändert. Dr. Werner Scholzer-Stubenrecht, der stellvertretende Leiter der Duden-Redaktion, über die Entscheidung der Uni Leipzig, dass es dort künftig nach der Grundordnung nur noch Professorinnen gibt, also künftig auch die Anrede Herr Professorin möglich sein soll. Meine Lieblingsgeschichte zu korrektem Sprachgebrauch und entsprechenden Versuchen ist übrigens diese hier, das habe ich wirklich mal gehört in einem Vortrag einer Professorin, nur die Prozentzahl weiß ich nicht mehr genau, der Rest ist verbirgt, Zitat, 87% aller jugendlichen Straftäterinnen und Straftäter sind Männer. Dank an Werner Scholzer-Stubenrecht, ich bin gespannt auf Ihre Meinung.